Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast und dir die Zeit nimmst, unserer Geschichte zuzuhören und da tiefer einzusteigen. Ich habe wirklich eine ganz wundervolle Transformation hinter mir zu mehr Gesundheit, zu mehr finanzieller Freiheit. Und auf dem Weg habe ich auch die liebe Stefanie kennengelernt, die auch eine Geschichte hat, die sie gerne mit uns teilt. Und ja, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich diesen Weg jetzt gehen darf, dass ich mehr zu meiner eigenen Gesundheit gefunden habe, andere Menschen unterstützen kann, mehr zu ihrer Gesundheit zu kommen und auch ein Stück weit zu finanzieller Freiheit und einfach eine Möglichkeit, sich einfach noch was aufzubauen und nicht abhängig zu sein von dem Job, von dem System. Und das ist so wundervoll, dass wir diese Chance bekommen haben und die auch genutzt haben für uns. Einmal unsere Gesundheit zu verbessern. Ich habe nach einer Darmstoffwechselkur wirklich einen komplett anderen Stoffwechsel. Ich habe keine Gewichtsprobleme mehr. Mein Darm freut sich jeden Tag und ich habe keine Probleme mehr mit der Verdauung, wo ich oft einen trägen Darm hatte und da immer wieder Probleme hatte. Und wenn ich nicht das Richtige gegessen hatte, das ins Stocken kam. Und das hat sich alles super entwickelt und ich bin total dankbar und froh darüber und auch, dass ich mir jetzt ein Stück weit damit wirklich so ein passives Einkommen auch aufbauen kann. Ich bin jetzt noch nicht so lange dabei. Stefanie hat da eine längere Geschichte und ich denke, wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen auf ihren Weg auch ein, damit ja, man sieht, was damit alles möglich ist. Liebe Stefanie, vielleicht teilst du so ein bisschen deine Geschichte und deinen Weg, den du so gegangen bist und was du erlebt hast. Sehr gerne, liebe Sandra. Dankeschön für das tolle Intro. Also ich bin ja ein Herzensmensch. Ich strahle von innen nach außen. Und das ist, warum ist das denn so? Weil jeder Mensch hat ja so seine eigene Geschichte. Und die ist immer so spannend, ja. Und wir haben immer zwei Möglichkeiten. Aus unserer Geschichte, entweder wenn da Dinge passieren, zugrunde zu gehen, oder wir nehmen das als Sprungbrett, um in unsere Zukunft zu investieren, in uns selbst, in unser persönliches Wachstum. Und ich habe mich für diesen Weg entschieden. Und ich sage dir, es war nicht immer einfach. Und da ist auch eine, die Stefanie, bei der läuft es alles so. Also ich hatte echt richtig zu knabbern in allen Bereichen. Und was mich so abgeholt hat, mit meiner Company hier zu starten, das war schon in jungen Jahren, diese Vorstellung, dass dieses Leben, was wir hier führen, nicht umsonst ist, sondern dass wir das mit all unseren Sinnen, Körper, Geist, Seele, mit all dem, was uns ausmacht, was wir sind, dass wir das erfahren dürfen. Und ich habe festgestellt, wenn ich im normalen Beruf bin, Angestelltenverhältnis, das sind eben diese Strukturen, wo es oftmals geht, nach unten gehalten zu werden oder diese Ellenbogengesellschaft, du weißt, was ich meine. Und auf einmal war da diese Möglichkeit, jetzt ist alles möglich und die habe ich einfach für mich ergriffen. Könnte Bücher schreiben, vielleicht mache ich das irgendwann mal. Aber so auf den Nenner runtergebrochen, wir haben hier die Möglichkeit an der Hand mit wirklich tollen Produkten aus Konzepten, die wir zusammen mit Experten erstellt haben, für andere Menschen Lebensqualität zu verbessern. Und das geht in relativ überschaubarer Zeit. Und da darf man sich auch so ein bisschen einlassen drauf, weil in der Schule lernen wir das nicht oder wenn du dich nicht selbst drum kümmerst, dann kommt es auch nicht zu dir. Aber wenn du dich öffnest für dieses Thema, da ist mehr als diese Norm, die da von der Gesellschaft gelebt wird und all diese Regeln, das hast du zu tun und das nicht und das ist richtig und das ist falsch. Also wenn wir in Berührung zu uns selbst wiederkommen und in die Verbindung, warum bin ich denn eigentlich hier, was macht mir Freude? Das fragt dich ja kaum jemand. Ne? Da geht es ja immer darum, was für einen Beruf hast du und welches Auto und hier und da. Aber wie du dich fühlst dabei, ja, dass ob du in dieser Freude bist zu geben, das fragt dich ja keiner. Da geht es ja immer um dieses Gesellschaftliche und um den Status. Und ich habe eben die Erfahrung gemacht mit unserer Company. Das ist für mich so zur Herzensangelegenheit auch geworden, weil ich Menschen berühren darf. Ich darf sie fühlen. Ich kann mich hineinfühlen, wo sie gerade stehen und kann so mitempfinden, weil ich eben, wie gesagt, sehr viel durch habe.
Und dann jemanden zu sagen, hey, mal angenommen, da gäbe es einen Weg, um da rauszukommen. Bin gut vernetzt, habe eine tolle Community. Es gibt Menschen, die haben genau das oder anders die Situation im Leben auch gehabt und haben da einen Weg rausgefunden. Wie offen bist du denn dafür? Und wenn du dann jemanden hast, der sagt, Mensch, ich danke dir für deine Zeit, ja klar bin ich offen, zeig mir den Weg, dann ist es doch nichts Schöneres auf dieser Welt, wie wenn man andere Menschen begleiten darf, ihre Herausforderungen zu stemmen und sie wachsen zu sehen in ihrem Selbstvertrauen und in ihrer, ja, in ihrem Flow. Weil die meisten sind ja im Grunde genommen am Rennen. Rennen immer schneller, ohne irgendwie Ziel. Hauptsache Rennen funktionieren, das muss doch alles und ich muss doch alles. Und aus diesem Muss rauszukommen in dieses Ich darf und es darf auch leicht gehen, wenn ich meinem Herzen folge, das macht mir so eine Freude. Und meine Geschichte ist zum Beispiel die, dass ich viele Baustellen gesundheitlich hatte. Und ich hatte auch immer bis, ich glaube, 45 Jahre ein richtig Akne-Bild an Haut. Ich habe immer so eine Jungsprossenhaut gehabt, wo alles sprießt an Pickel und es geht doch gar nicht. Da bist ewig am Drübertüdelchen. Und ich habe aber nicht die Verbindung gesehen, dass ich da mich um meinen Darm erstmal kümmern darf, ne? Und dieses ganze Learning, was wir hier abgebildet haben mit den Akademien, wo Ärzte referieren, wo sich Menschen zuschalten dürfen, wo sie für sich rausnehmen dürfen, hey, das passt ja genau zu mir, ich dürfen Fragen stellen. Das ist so ein Geschenk, gerade in dieser schnelllebigen Zeit, wo ja keiner mehr Zeit hat. Und das ist für mich auch zum Geschenk geworden, weil ich habe das genutzt, ich habe das umgesetzt, ich habe meinem Körper auch für diese Umsetzung ein bisschen Zeit gegeben. Und auf einmal war das unfassbar. Die ganze Haut ist total. Ich habe noch nie so schöne Haut gehabt wie jetzt. Ich bin schon über 50 und ich freue mich gerade. Das ist so krass, weil wie du dich fühlst auch, ne, mit diesem äußeren Erscheinungsbild. Mir sind die Haare komplett gewachsen. Also, das ist so schön, dass ich manchmal zu meinem Mann sage: Greif doch mal rein, das ist alles so schön, ist so viel geworden. Also diese Lebensfreude meine ich, ne? Wo viele sagen, ich habe alles probiert, ich habe keine Ahnung, was ich noch machen soll, kostet alles nur einen Haufen Geld und ist zum Fenster rausgeschmissen. Und wir haben hier wirklich Wirkprodukte, weil die wirken immer, ohne Zweifel. Und diese Gewissheit sage ich, weil ich eben schon sehr, sehr lange verbandelt bin mit diesem Unternehmen und mit diesen Erfahrungsberichten. Und es sind echte Menschen, nicht Hannelore D. aus F schreibt. Ne? Also du kennst diese Menschen. Das Feedback, das ist einfach grandios. Wir haben also Wirkkonzepte in Premium-Qualität entwickelt mit Experten. Wir haben eigenes Labor und so weiter. Made in Germany, High Level, also more quality for your life heißt das umsonst, ja. Mehr Qualität für die Menschen in ihrem Leben. Und den Faktor Zeit, sage ich, muss jeder selbst für sich mitbringen, auch die Bereitschaft, was für sich zu tun. Ich sage, es lohnt sich 100%, weil durch diese eigene Erfahrung, wo du ja machst, erreichst du andere Menschen, ohne jetzt hier groß drüber sprechen zu müssen. Du wirst ja angesprochen, was mit dir passiert. Mein Gott, du strahlst. Ja, das möchte ich. Was hast denn du genommen? Das möchte ich aber auch gern. Und dann kommt man so in diesen schönen, leichten Dialog. Du, ich bin total begeistert. Es gibt Möglichkeiten, wenn du möchtest. Ich vernetze dich gerne. Und das auch finanziell frei zu werden und Geld verdienen auf diese Weise so leicht gehen darf. Es heißt nicht, dass du nichts tust, aber du tust etwas aus dieser Begeisterung heraus. Und ich habe große Freude daran, Menschen in ihre Kraft zu bringen, in ihr Potenzial, ob das jetzt finanziell oder gesundheitlich ist oder generell das Leben, diese Sinnhaftigkeit, auch Spiritualität. Ich liebe dieses Gesamtpaket, deshalb haben wir einen holistischen Business-Ansatz. Genau. Ich finde es auch so wertvoll, was du gesagt hast, weil das ist ja wirklich so, du bist irgendwo angestellt, arbeitest für andere und wir sind ja hier, um uns selbst was aufzubauen, uns selbst zu verwirklichen, in unsere Schöpferkraft zu kommen, weil jedes Herz spielt seine eigene Melodie, jeder bringt eine besondere Gabe mit
Und die sollen wir ja den anderen Menschen schenken und damit dienen auch. Und unser Lebenssinn ist, glücklich zu sein. Und wenn man da irgendwo immer so unterdrückt wird und nie gewertschätzt wird und es, wie du schon gesagt hast, immer nur die Ellenbogen sind und jeder will besser sein wie der andere und immer ohne Rücksicht auf Verluste, dann geht es wirklich an die Substanz und dann werden Menschen krank. Es gibt ja nicht umsonst immer mehr Menschen mit Depressionen, mit Burnout, weil einfach der Druck viel zu groß ist und weil die Herzlichkeit und die Menschlichkeit und die Empathie fehlt. Und das ist auch, was mir so gefällt, ja, als ich dich getroffen habe und das ganze Umfeld, das ist einfach so aus dem Herz heraus und man freut sich füreinander, man unterstützt sich gegenseitig, man wertschätzt jeden Einzelnen und feiert ihn für seine Erfolge und das gibt es in der normalen Welt einfach gar nicht. Und das ist einfach so ein Geschenk und dass man sich selbst was aufbaut, was aufbauen kann für seine Familie, auch für seine Kinder und nicht für die Chefs, für die man arbeitet, dass die ein dickes Auto fahren können. Und das macht so den großen Unterschied, wo auch mein Herz einfach gelacht hat und sich gefreut hat und ich so gespürt habe, ja, ich will diesen Weg gehen und das fühlt sich richtig an. Und mir ist eben auch dieser ganzheitliche Ansatz so, so wichtig, weil wir sind Energie. Wir sind Körper, Geist und Seele und alles will genährt werden. Und wenn ein Teil auf der Strecke bleibt, dann wird man irgendwo krank und kriegt eine Blockade, ein Problem, eine Krankheit. Und das ist so das Schöne, dieses Ganzheitliche. Und deswegen bin ich so, so dankbar, dass wir gemeinsam den Weg gehen. Das bin ich auch. Das bin ich auch. Und weißt du, es ist ja so, wer wahrhaft sich freut an etwas, was einem anderen Menschen widerfahren ist, also so mit ganzem Gefühl, das ist für unser Körper, als würde dir das selbst passieren. Und wenn man sich da so ein bisschen öffnet und auch sich interessiert dafür, also ich bin großer Fan von tollen Mentoren, wo ich jetzt hier würde den Rahmen sprengen, aber was ich mitgenommen habe aus all diesen, sage ich mal, Studium des Lebens, ich war auf der Universität des Lebens, was ich da mitgenommen habe, die Quintessenz ist, es geht nicht darum zu gewinnen im Vergleich zu einem anderen Menschen, sondern zu gewinnen, dass du in deiner Persönlichkeit, in deiner neuen Identität einen Tag vorher einen Fortschritt gemacht hast zum Tag heute. Also dieses Gewinnen und bei sich selbst zu bleiben. Und wenn es uns dann gelingt, auch noch wirklich eine Freude zu empfinden, wenn jemand anderem Glück widerfährt, dann hältst du das gar nicht mehr auf, weil du katapultierst dich da auf eine höhere Schwingung. Und das ist ein ganz anderes Gefühl, als ich das so kenne von meinem Hauptberuf, wo ich da damals 20, über 20 Jahre beschäftigt war, wo es immer auf Kosten von anderen oder weg hier und so Fehler aufzeigen. Das ist aber, das hat die gemacht und das hat der gemacht. Darum geht es ja nicht im Leben, aber wir sind darauf konditioniert. Und jetzt kommt der springende Punkt. Das beginnt sehr früh. Kindergarten, Schule, Ausbildung, aus mit der Bildung und dann Studium, vielleicht noch eins. Ja, wo soll es denn hingehen? Was soll ich denn machen? Weil die Gesellschaft uns etwas vorlebt. Du brauchst ein Haus, du musst verheiratet sein, hier Auto, Reisen, Kinder. So, und dann ist der Mensch verschuldet auf einmal und hat das alles, was sich so, man, macht man ja so. Und dann muss er in diesem Hamsterrad funktionieren und dann geht es nicht mehr zu sagen, nee, also eigentlich entspricht es mir gar nicht meinen Werten, was hier läuft. Ja, aber du musst wieder hingehen, musst immer wieder, damit du Geld verdienst, um deine Verpflichtungen, auf die du dich eingelassen hast und für die du die Verantwortung trägst, gerecht zu werden, gerecht werden zu können. Und da sage ich einfach, da kommt man an einen Punkt, wo man dann, wenn es so ist. Also manche kommen nie an den Punkt und sind leider sehr unbewusst unterwegs. Aber je doller, dass es kommt im Leben, umso mehr wirst du mit dieser Wahrhaftigkeit konfrontiert im Jetzt. Und was ist gerade jetzt Ist-Zustand? Und dann crasht es aus allen Seiten manchmal. Der Druck wird immer größer und dann trifft der Mensch Entscheidungen. Erst dann, weil es so schwer ist, aus seinem gewohnten Leben hier rauszugehen. Und ich bin großer Freund. Warum muss erst irgendwie was passieren? Alles zusammenbrechen, bevor ich Entscheidungen treffe. Lasst uns doch eine Bewegung schaffen, eine Community mit tollen Menschen, wo einander zuhören,
wo man füreinander da ist, wo man über Lösungen spricht und nicht über Probleme, ne? Weil das ist ja lebenszeitverkürzend und das Leid noch mehr Gewicht zu geben, wenn ich immer wieder über alles spreche, was nicht gut läuft. Und da holen wir die Menschen ab und sagen, hey, klar, kann dich verstehen, kann dich fühlen. Lass uns mal jetzt drüber sprechen, wo geht die Reise hin? Und dann schon, wo geht die Reise hin? Und da ist jemand, der hat Lösungen. Da merkt man richtig im Gespräch, wie dieses allmählich dieses Überlebensmodus verkrampfte in ein, okay, ja, ich freue mich drauf, die Augen werden größer, die fangen an zu leuchten, weil der Mensch wieder Perspektive bekommt. Und darum liebe ich unser Business so, so sehr. Es ist ein Herzensbusiness für mich. Und da muss jeder so, so für sich rausfinden, was ist mein Weg. Und das macht Spaß. Das Schöne ist ja auch, dass der Einstieg total leicht ist und dass man auch selbstbestimmt das Ganze machen kann, in seiner Zeit, in seinem Tempo und was man da einfach investieren möchte und reingeben möchte. Und finanziell hat man überhaupt keine Hürden, dass man sagt, ich muss jetzt erstmal da 10.000 Euro investieren, um mir was aufzubauen, sondern man kann sofort sich entscheiden, loslegen und dann einfach so in seinem Tempo gestalten, wie man den Weg gehen möchte, ohne Druck. Ganz genau, ohne Druck, weil Druck und Leistungsgesellschaft, das haben wir genug da draußen. Ne? Ich weiß genau, ich war da voll drin. Also richtig. Erst das und dann das. Also erst die Arbeit, dann das Vergnügen, diese ganzen Glaubenssätze. Und ja, es ist sehr viel Destruktives dabei. Und ich liebe es, über konstruktive Dinge zu sprechen und dann auch mal an die Wurzel zu gehen. Welche Glaubenssätze trage ich denn in mir? Und was ist das Resultat in meinem Leben? Und wenn mir dieses Äußere, was ich als Realität empfinde, nicht gefällt, dann nutzt es nichts, mit dem Finger im Außen zu suchen. Ja, sondern die volle Verantwortung zu übernehmen für mich, für meine Gedanken, für meine Entscheidungen, für meine Gefühle. Und daraus resultiert natürlich auch, was ich tue. Und hinein in diese Freude und Verbundenheit und nicht immer getrennt sein von irgendetwas aus dem Mangel heraus, dann wieder das Mangeldenken zieht immer noch mehr Mangel an. Und wir haben in unserer Arbeit einfach gemerkt, was es mit den Menschen macht. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der sagt, jetzt geht's los. Ich stehe für mich ein, ich gehe hier meinen Weg. Jeder Mensch ist individuell, einzigartig und so wundervoll. Und wir haben alle etwas mitbekommen. Bloß ist es mit ganz viel Deckeln drüber gestülpt und alles, das gehört sich nicht und das machst du nicht, überlagert. Und da geht es eben wieder um diese Entwicklung. Wer bin ich wirklich im Kern, wenn ich nichts mehr sein muss? Wenn ich nicht nur funktioniere, sondern wenn ich einfach bin. Und aus diesem aus diesem Seinszustand tue ich etwas. Und weil es mir entspricht, nicht weil ich muss oder so, weil ich gerne tue. Und dann kommen auch die anderen Dinge in unser Leben. Also bei mir war das ein Mega-Switch, ich kurz darauf eingehen darf noch. Ich war wirklich drin in diesem System. Ich habe funktioniert über ein gesundes Maß hinaus viele, viele Jahre. Selbstfürsorge oder Selbstliebe, das habe ich immer so ein bisschen verwechselt mit Egoismus. Da guckt jetzt auf sich selbst. Ja, aber wenn wir selbst zum Opfer werden, dann kann es auch nicht mehr helfen. Ja, und diese Selbstfürsorge zum besten Wohle von mir selbst, aber auch von meinem Umfeld, das ist so zu meinem Weg geworden. Und ich konnte mich da regelrecht befreien aus einem System, wo ich gedeckelt war und diese ganzen menschlichen Dinge, die da laufen, wo ich gar nicht so drauf eingehe, weil mich das energetisch immer in den Keller zieht, möchte lieber nach oben verbunden sein. Aber ihr wisst ja, was da läuft, ne? So zwischenmenschlich, dieses ganze Intrigante, was in diesen Unternehmensstrukturen da manchmal auch abgehen kann. Da sich raus zu katapultieren und anderen Menschen den Weg zu zeigen, da ist die Brücke, du musst da nicht verbleiben, da ist noch mehr für dich vorgesehen. Das ist zu meinem Weg geworden und das geht. Also ich bin kein Freund von großen Zahlen da zu besprechen, aber
als ich dann doppelt so viel verdient habe wie in meinem Hauptjob für einen minimalen Zeiteinsatz, als dass ich das zuvor gemacht habe, da bin ich dann schon mal ins Überlegen gekommen, naja, diesen sicheren, vermeintlichen, sicheren goldenen Käfig aufzugeben in der Festanstellung nach über 20 Jahren. Was kommt denn dann? Und da lege ich einfach ans Herz, vertrau in dieses Unbekannte, was da ist, und wage diesen Schritt, wenn dein Herz sagt, mach das. Der Verstand sagt immer nein, weil er uns bewahren will. Ja, der Verstand will uns immer recht geben. Und ob du recht hast oder nicht, sag ja schon Henry Ford, du wirst immer recht behalten. Ob es gelingt oder ob es nicht gelingt, du wirst immer recht behalten. Weil es kommt darauf an, was sind meine Glaubenssätze? Schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Und wenn ich sage, ich schaffe das, ich kann das, ich bin gut genug, ich glaube an mich, ich bin wertvoll. Diese ganzen Affirmationen, wo wir dann lernen mit unseren Partnern, das macht was mit uns, weil das Unterbewusstsein schläft nie. Wenn das tagtäglich vom Einschlafen gerade so in das Unterbewusstsein reingeht, wachst du als anderer Mensch auf, als wenn du jetzt, ich sag mal blöd, ein Krimi geguckt hast. Genau, also es geht darum, diese Entscheidung zu treffen, für sich selbst einzustehen und diesen Weg zu gehen, egal was da ist, und das als nicht als mühsamer Weg zu sehen, oh Gott, und hoffentlich schaffe ich es irgendwann, sondern diese Bereitschaft, sich auf diesen Weg zu machen, das fühlt sich schon wundervoll an. Und dieses Ziel, was man sich vielleicht ursprünglich gesetzt hat, ich möchte mir was Eigenes aufbauen, ich möchte finanziell frei sein, ich möchte unabhängig sein in Faktor Zeit und Geld. Ja, Zeit ist das wertvollste Gut, weil Geld kommt immer irgendwie wieder, je nachdem, ne? Aber Zeit, die läuft ab, und ich möchte heute mal nicht zurückgucken und sagen, hätte ich doch nur den Mut gehabt, sondern ich möchte, klasse, gut gemacht, ich möchte mich loben, hey, ich habe es gerockt, weil ich mich getraut habe. So, und was ist denn Scheitern? Scheitern ist doch einfach nur so ein Instrukt im Kopf. Entweder ich lerne dazu oder ich gewinne. Bei mir gibt es kein Scheitern. Es gibt Herausforderungen, auch keine Probleme. Es gibt immer irgendwie was, wo das Leben mit sich bringt. Manchmal kommt was, da haben wir gar keinen Einfluss, aber im Rahmen dessen entscheiden wir, zu wem wir werden. Und das ist das, worauf es ankommt. Gell? Ja, und das Schöne ist ja, wenn du dich dann dafür entscheidest, den Weg mit uns zu gehen, wir sind auch immer an deiner Seite und wir haben immer ein offenes Ohr und wir unterstützen immer. Und das ist auch das Schöne an der Gemeinschaft, dass man einfach füreinander da ist. Und wie du schon gesagt hast, wir tragen alle diese Glaubenssätze in uns, aber man kann die auflösen, weil jeder von uns hat die Schöpferkraft in sich, den Gott in sich und kann alles erschaffen mit seinen Gedanken. Wenn du das denken kannst, dann kannst du es dir auch erschaffen. Und jeder hat dieses Potenzial, nur es wird halt von klein auf schon gedeckelt. Und dann haben viele einfach dieses Mangeldenken, dieses Opferbewusstsein und kommen nur schwer in die Schöpferkraft. Und ja, auch dieses, dass es einem nicht gut gehen darf oder dass man es nicht wert ist, irgendwie in Fülle zu leben. Und das kann man aber alles transformieren und sich selbst erlauben, das Leben zu leben, das für einen bestimmt ist. Und das ist ein Leben in Glück, in Fülle und dass alles einfach für einen da ist. Man muss es eigentlich nur wollen und sich dafür entscheiden und den ersten Schritt tun. Und wir sind auf jeden Fall immer an der Seite und begleiten und unterstützen. Total gerne, total gerne. Und es macht ja auch Freude, die Menschen mitnehmen zu dürfen. Ja, und was du gerade so schön gesagt hast, finde ich super. Im Geiste entsteht etwas, ne? Und dann wird es zur Realität. Warum? Weil wir das verkörpern und schon vorher in diese Freude gehen. Wow, was ist hier gerade für mich möglich? In dieses glückselige Gefühl. Und das ist dieser große Unterschied zu dem, was man im Grunde gelernt hat, du musst erst das und das und das tun und dann hast du, dann bist du. Es ist aber genau umgekehrt. Zuerst muss ich diese Freude fühlen, mich hineinversetzen in dieses wunderschöne Gefühl, diese Frequenz annehmen, um dann auch zu empfangen. Ja, und dann ist es ein neuer Mensch, das ist eine neue Identität, das ist das alte Ich, das darf gehen.
Es wird immer integriert sein ins neue Ich, aber dieses Destruktive, das darf gehen hinein in diese Schöpferkraft. Und ich persönlich finde es viel angenehmer, in diesem Schöpfermodus zu sein, mein Leben in die Hand zu nehmen. Ich kann es planen, ich kann auch Erfolg planen, weil wenn ich meinen Erfolg nicht plane, dann plane ich im Grunde genommen meinen Nicht-Erfolg. Ja? Planung gehört immer mit dazu, aber mit dieser Freude im Herzen. Und anstatt in diesem Opfer der Umstände, ne, weil das war, geht es mir so und weil der sich so verhalten hat und weil mir das passiert ist, und da rauszukommen. Das ist ein Schritt, ja, aber den geht man nicht alleine. Und deshalb fließen da auch so viele Tränen, ja, weil jeder hat ja so seine Geschichte und so tiefe Gefühle. Und dann knackt man diese Ketten und auf einmal denkt man, mein Gott, was habe ich mir nur so schwer gemacht? Ich habe mich ja so selbst ja, manipuliert durch diesen Verstand. Ist wirklich heftig. Ich freue mich auf die Reise, auch weil du dabei bist. Ja, und das Schöne ist ja auch, dass es keine Begrenzung gibt. Das ist alles möglich. Man kann alles erreichen und es gibt einfach keine Grenzen. Das ist alles nach oben offen. Und das Schöne ist, was ja auch viele sich eigentlich wünschen, ist einfach eine freie Zeiteinteilung, dass man von überall auf der Welt arbeiten kann, dass man einfach keinen hat, der einem ständig sagt, du musst um 8 hier erscheinen und dann musst du das und das abarbeiten, sondern dass du selbstbestimmt deinen Tag gestalten kannst und dass es auch finanziell einfach nicht gedeckelt ist, sondern es liegt in dir, was du erreichen möchtest und wie du schon gesagt hast, welche Ziele du dir auch steckst, wo dein Weg dich hinführen darf. Es liegt alles in dir und es ist deine Entscheidung und es ist alles frei und erreichbar. Hört sich schön an, frei und erreichbar. Und das haben die meisten Menschen vergessen, dass sie da noch eine Chance, eine Möglichkeit und eine Option haben, wenn sie sich öffnen dafür, ja, und bereit sind, ihre Gewohnheiten zu überdenken, sich auch so ein bisschen in den Arm nehmen lassen. Pass mal auf, hier geht's lang. Dieses Vertrauen zwischen den Menschen, das ist so wichtig. Ja, von daher würden wir uns riesig freuen, wenn du dich bei uns meldest und einfach ein Gespräch suchst. Und wir sind immer da und gehen den Weg gemeinsam mit dir, wo auch immer der dich hinführen darf. Es gibt keine Grenzen und wir sind an deiner Seite. Ich freue mich auf jeden Einzelnen und ich bin mir sicher, dass derjenige, der sich hier auch melden möchte, im Herzen jetzt schon fühlt, ich mache das. Ich weiß zwar nicht, wo es mich hinführt, keine Ahnung, aber es fühlt sich gut an. Und das macht uns Menschen aus. Wir sind geistige Wesen in dem Körper von einem Menschen, ja, und auch nonverbal. Wir fühlen das, dieses Intuitive. Das ist, was ich eigentlich will. Ich fühle mich hier wohl. Und dann haben wir das erreicht. Und das hat auch jeder verdient, ja. Genau, einfach mal den Verstand beiseite stellen, auf sein Bauchgefühl, auf sein Herz hören, weil nur das kennt den wahren Weg, nämlich deinen Weg. Trau dich. Danke für das tolle Interview. Danke, dass du ja deinen Erfahrungsschatz mit uns geteilt hast. Das ist so, so wertvoll und deine liebevolle Herzenergie. Ich freue mich schon auf alles, was da kommt. Sehr gerne, das tue ich auch.